Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Weltquest Zilie Wunderzange und Quizwald in Dvustvar. An dieser Position. Diese Weltquest kann nur vorhanden sein, wenn so ein Übergriff stattfindet und ihr als Hortler unterwegs seid. Ich bin von diesem Flugpunkt aus gestartet, Außenposten Fasselfass. Und bin hier hinuntergelaufen, hier bin ich aktuell und laufe dann zur Weltquest. Der gesuchte Mob patrouilliert ein bisschen und zwar von dieser Position aus, hier sieht man ihn, bis ungefähr da unten hin. Ich lasse ihn mal dahin laufen. Und dann dreht er wieder um. Wie ihr seht, ist das eine Elite-Weltquest. Man kann also dafür auch Gruppen erstellen oder sich einer Gruppe anschließen. Auf dem Patch-Server ist das so gut wie unmöglich, da hier kaum was los ist. Werd's also alleine versuchen. Und ich hoffe, dass ich euch den kompletten Kampf zeigen kann. Man sieht einige Fähigkeiten, auch wenn ich nicht bis zum Schluss durchhalte. Und ich lege gleich mal los, Wipote, und hau drauf. Man darf als erstes diesen Quizwald töten. Wie ihr seht, Schock kann man unterbrechen. Von diesem kann man weglaufen. Effekt der Elektroschock. Einfach Abstand halten. Und so geht es die ganze Zeit weiter, bis der Mob tot ist. Falls ihr es macht, so wie ich, dass ihr alleine seid und nicht besonders viel Damage habt, müsst ihr die Zilie Wunderzange anschließend ein bisschen zur Seite ziehen, da dieser Mob spawnen kann und dann habt ihr zwei Mob an der Backe. Was natürlich auch sein kann, ist, dass die Zilie Wunderzange und dieser Mob nebeneinander hin und her laufen. Könnte daran liegen, dass jemand diesen Quizwald getötet hat und dann eventuell an der Zilie gescheitert ist. Dann laufen beide Mobs umher. Ich hab's geschafft, zumindest mit dem DK, mit dem Todesgriff, diese Zilie einzeln zu pullen, und der Quizwald ist weiter patrouilliert und ich konnte ein bisschen abseits den Mob bekämpfen, also mit einem anderen Charakter, auch auf dem Patch-Server. Und so langsam muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich verliere ziemlich viel Leben. So, mal Schock unterbrochen. Effekt der Elektroschock. Halte ich Abstand. Ah, nicht mehr geschafft. Wieder Defekt der Elektroschock. Ich versuche jetzt den Schock zu unterbrechen. Ah, kommt keine. Ah, jetzt kommt einer von dort. Geschafft. Death Cooldown. Schock. Perfekt. Und jetzt habe ich mich wieder hochgeheilt. Also, wie gesagt, solltet ihr Probleme haben, einfach Gruppe suchen oder Gruppe erstellen. Ist Elite Weltquest. Darf ich das noch? Ja. Ich kann ja mal eine erstellen, aber ich bezweifle, dass sich hier jemand anschließt. Und sobald Quizwald tot ist, erscheint die Zilie Wunderzange. Die hat ein paar Attacken, die man nicht unterbrechen kann.
Und wie gesagt, ich ziehe sie ein bisschen abseits. Dynamit werfen kann man unterbrechen. Und man kann aber auch vom Einschlagspunkt weglaufen, falls man auf Unterbrechen Cooldown hat. Ich zeig's euch, bisschen laufen und sie hat nicht getroffen. So, nochmal ein Pot, Heldentum und ich versuche die jetzt ein bisschen flotter umzuhauen. Und wie ihr seht, Griswald ist nachgespawnt. Wenn man in einer Gruppe ist und der Damage passt, dann erledigt man die Ziele, bevor der Griswald respawnt. Und viel Leben hat sie nicht mehr. Lauf ein bisschen weg, Dynamit daneben. Bisschen auf den Levi-Schlag, einfach hinauslaufen. Habe ich so unterbrochen, das Dynamit. Und Weltquest ist abgeschlossen. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Ciao.